Auf diese Folge werden einige vielleicht schon gewartet haben, denn heute werden wir endlich mal ein Display an den Arduino anschließen. Dazu sehen wir uns zunächst mal das Display etwas genauer an. Die Anschlüsse LED Plus und LED Minus sind für die Hintergrundbeleuchtung. Einer kommt an Masse und der andere über einen Vorwiderstand an 5 Volt. VDD und VSS sind die Spannungsversorgung für die Elektronik. Mit der Spannung an V0 wird der Kontrast des Displays eingestellt. Über RS wird dem Display gesagt, ob ein Befehl oder ob Daten übertragen werden. RW steht für Read-Write und stellt ein, ob Daten auf das Display geschrieben oder vom Display gelesen werden sollen. E bedeutet Enable, damit wird das Display aktiviert oder deaktiviert. DB0 bis DB7 sind die Datenleitungen. Wir können parallel 8 Bit, also 1 Byte, übertragen. Wir werden hiervon aber nur 4 nutzen und die Daten in 2 Hälften übertragen. Das hat den Vorteil, dass die Verdrahtung weniger aufwendig wird. RW kommt an Masse, weil wir nur auf das Display schreiben wollen. An V0 wird über ein Potentiometer der Kontrast eingestellt. RS kommt an Pin 12 und Enable an Pin 11. Die Datenleitungen 4 bis 7 kommen an die Pins 5 bis 2 des Arduino. Im Programm binden wir zunächst mal die mitgelieferte Bibliothek Liquid Crystal ein. Der müssen wir jetzt mitteilen, an welchen Pins wir das Display angeschlossen haben. Zuerst RS, dann Enable und die 4 Datenbits. Bevor wir einen einfachen Text ausgeben können, müssen wir das Display aktivieren mit dem Befehl Begin, wobei wir angeben müssen, was für ein Display wir benutzen. Unseres kann 16 Zeichen in 2 Zeilen darstellen. Mit der Anweisung Print können wir einfach einen Textstring ausgeben. Wenn wir in die zweite Zeile schreiben wollen, müssen wir den Cursor an den Anfang der zweiten Zeile setzen. Achtung, wie beim Array beginnt hier die Zählung mit 0. 0,1 bedeutet also, der Cursor kommt an die erste Zeichenposition in der zweiten Zeile. Und der Print-Befehl beginnt dann an dieser Stelle. Der Loop-Teil bleibt leer. Das klappt doch schon ganz gut. Linksbündig gefallen mir die Texte nicht so gut. Ich will sie ein bisschen mehr in die Mitte rücken. Deshalb setzen wir den Cursor vor dem Schreiben etwas weiter nach rechts. So gefällt mir das schon besser. Erweitern wir das Ganze noch ein bisschen. Mit einem zweiten Potentiometer legen wir eine Spannung von 0 bis 5 Volt an den analogen Eingang A0 und wir wollen die Spannung im Display anzeigen lassen. Nach dem Begrüßungstext wird das Display mit LCD Clear gelöscht. In einer Schleife fragen wir den Messwert ab und geben ihn am Display in Zeile 2 aus. Mit dem, was wir bisher gelernt haben, war das doch gar nicht so schwer, oder? Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Tschüss, bis morgen.